Unser Planet birgt ein bislang einzigartiges Phänomen im Universum. Leben. Artenreich und vielfältig lässt es seit Milliarden Jahren unsere Erde in all ihren Facetten erstrahlen. Wissenschaftler vermuten heute, dass einst Kometen das Leben auf unserem Planeten brachten. Seit den 80er Jahren werden Raumfahrtmissionen unternommen, die der Untersuchung dieser faszinierenden Himmelskörper dienen. Eine der Missionen ist das Raumfahrtprojekt Rosetta der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Gestartet 2004 flog die Rosetta-Sonde quer durch unser Sonnensystem, dicht an Erde und Mars vorbei, bis hin zu ihrem Zielkometen Churyumov-Gerasimenko, wo sie am 6. August 2014 nach langen 10 Jahren angekommen ist. Rosetta kann dabei als Pionier der Kometenforschung gesehen werden, denn sie wird nicht nur als erste Sonde im Orbit eines Kometen zur Sonne fliegen, sondern auch als erste im November diesen Jahres an Landegerät auf einem Kometen absetzen. Gemeinsam mit Rosetta wird das Landegerät Philae zahlreiche Messungen und Untersuchungen durchführen und so hoffentlich eine Vielzahl offener Fragen beantworten. Wir fahren nach Braunschweig. Hier am Institut für Geophysik und extraterrestrische Physik der Technischen Universität entwickelte die Arbeitsgruppe Weltraumphysik und Weltraumsensorik unter der Leitung von Professor Dr. Glasmeier 2 der insgesamt 21 an der Mission beteiligten Messinstrumente. Ach, Rosetta ist unser Lieblingsprojekt im Moment. Wir haben für diese Mission 2 sogenannte Magnetometer entwickelt, also 2 Messinstrumente, 2 hochempfindliche Messinstrumente, mit denen man sehr genau kleinste Magnetfelder im interplanetaren Raum vermessen kann oder beobachten kann. Also das einfachste Magnetometer, was man sich vorstellen kann, das ist so ein Kompass. Ein Kompass, ich glaube, jeder kennt ihn. Der hat ja so eine kleine bewegliche Nadel und diese Nadel bewegt sich hin und her, je nachdem, wo die Nordrichtung auf der Erdoberfläche ist. Und so einen Kompass könnte man jetzt auch mit an Bord eines Raumfahrzeuges nehmen. Und dann würde man dort auch, wenn der Kompass entsprechend empfindlich ist, auch sehen, wie sich die Kompassnadel hin und her bewegt. Da ein üblicher Kompass dennoch zu unempfindlich ist, um auch die kleinsten Magnetfeldschwankungen aufspüren zu können, entwickelten die Wissenschaftler die Magnetometer. Mithilfe derer kann sowohl Rosetta als auch später Elenda Philae den Kometen genauestens vermessen. Anhand der Messdaten kann anschließend ein dreidimensionales Bild zusammengesetzt werden, mit dem die räumliche Struktur des Magnetfelds um den Kometen sichtbar wird. Für die Wissenschaftler und Professor Dr. Glasmeier ist hierbei besonders interessant, wie der Komet und seine Bestandteile mit dem Sonnenwind wechselwirken. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Magnetfeldlinie. Nicht Magnetfelder sind Linien für uns und diese Magnetfeldlinien, die werden durch den Sonnenwind in den Raum hinausgetragen. Wenn Sie jetzt aber in die Umgebung eines Kometen kommen, dann wird diese Magnetfeldlinie, die wird verkrümmt. Genau diese Verkrümmung der Magnetfeldlinie, die unter anderem den Kometenschweif bildet, versuchen die Wissenschaftler mit ihren Magnetometern zu messen. Und damit den Messinstrumenten während der Mission auch keine Fehler unterlaufen, wurden diese im Vorfeld zahlreichen Tests unterzogen. Für diese Tests haben wir ein Kalibrierlabor namens Magnetsrode. Dort wird das Magnetometer im Prinzip unter Weltraumbedingungen getestet. Es wird also den Magnetfeldern ausgesetzt, die es dort im Weltraum sehen wird. Es wird in einem weiten Temperaturbereich von minus 180 Grad Celsius bis plus 80 Grad Celsius getestet, um halt auch die Weltraumbedingungen widerspiegeln zu können. Und es werden verschiedene Funktionstests gemacht, damit man auch sicher gehen kann, dass dann während der Missionsdauer von 15 Jahren das Instrument auch nicht kaputt gehen wird. In Magnetsrode, einem geheimen Ort in den Wäldern außerhalb Braunschweigs, werden seit 1966 Magnetometer für Weltraumeinsätze kalibriert und auf die enormen Temperaturen vorbereitet. Wir haben diesen Ort ausgewählt, weil er, wie wir sagen, magnetisch ruhig ist. Fernab von Verkehr und Industrie und technisch bedingten Magnetfeldstörungen konnten die Wissenschaftler hier die Magnetometer der Rosetta-Mission testen. Hauptsächlich geschah das im Herzstück der Anlage, einem sogenannten Braunweg-Spulensystem. Dieses Spulensystem erlaubt es uns, durch Einspeisung elektrischer Ströme beliebige Magnetfelder im Zentrum dieses Systems zu erzeugen. In einem magnetfeldfreien Raum wurden anschließend die Rosetta-Magnetometer auf bekannte Magnetfeldgrößen ausgerichtet und somit kalibriert. Die Wissenschaftler konnten so die Messgenauigkeit der Magnetometer sicherstellen und gewährleisten, dass jegliche Daten, die sie während ihrer Mission sammeln und zur Erde schicken, bis ins Detail stimmen. Doch Rosetta ist nicht nur an dem Magnetfeld des Kometen und seiner Wechselwirkung mit dem Sonnenwind interessiert. Weltweit erhoffen sich Kometenforscher Hinweise auf die Entstehung des Sonnensystems und seiner Körper sowie letztlich auf die Entstehung des Lebens auf der Erde.
Kometen eignen sich, weil sie zu den ältesten Himmelskörpern gehören und Moleküle aus einer Zeit vor Milliarden von Jahren enthalten. Wenn wir an Kometen untersuchen, haben wir einen direkten Einblick in die Planetenentstehung und sehen, ob unsere Theorien und Laborexperimente auch der Wahrheit entsprechen. Dabei ist bislang noch immer ungeklärt, wie und woraus Planeten tatsächlich entstanden sind. When the Earth was forming, way, way before the Earth formed. Lange Zeit, bevor die Erde entstand, formten sich in der Gas- und Staubwolke um unsere Sonne Zentimeter- und Millimetergroße Teilchenaggregate. Und wir verstehen einfach nicht, wie die Aggregate von dieser Größe zu Planetengröße wachsen. From that size to planet size. Zur Beantwortung dieser Frage führt das Institut eine Reihe von Experimenten durch. Eins davon findet im sogenannten Fallturm statt. Bei nahezu vollständiger Schwerelosigkeit lassen die Wissenschaftler hier zentimetergroße Staubpartikelaggregate miteinander kollidieren, um herauszufinden, wann die urplanetaren Partikel aneinander haften bleiben, um daraus Schlüsse für die Anfänge der Planetenentstehung zu ziehen. Und möglicherweise hat auch das etwas mit Magnetismus zu tun.